Thymian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Thymian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, willkommen bei Thymian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute ausschließlich im Radio zu hören. Wir sind nicht im WDR Fernsehen, aber wir sind zu sehen bei 1 Festival. Und ich grüße ganz herzlich die Kollegen in der Sendezentrale in Potsdam von 1 Festival. Schön, dass ihr auch alle eingeschaltet habt, dass ihr da seid. Wir haben Freitagnacht, wie immer Freitag, eine freie Themensendung. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste heute Nacht, das ist der Andreas. Und Andreas ist 37. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Andreas. Ja, und zwar möchte ich mich so ein bisschen an die zwei, beziehungsweise an den gestrigen Abend anschließen, gestrige Nacht. Ja. Da hat es ja Thema Organspende und genau. Transplantation. Ja. Und habe ich leider nur gestern mitbekommen, vorgestern war ja wohl auch ein bisschen. Und das ist genau das Thema, was mich, beziehungsweise meine Frau dann auch betrifft. Mhm. Ja, weil wir eigentlich, oder weil die Krankheit, also Nierentransplantation in dem Falle, chronisch nierenkrank, uns da schon ein Leben lang begleitet. Was heißt uns? Seid ihr beide nierenerkrankt? Ja, richtig. Wir sind beide nierenerkrankt von Geburt an. Von Geburt an? Ja. Was ist das für eine Erkrankung von Geburt an? Ja, das waren beides Harnwegsverwachsungen, sag ich mal, Harnleiterverwachsungen, was heutzutage kein Problem mehr wäre, das zu erkennen frühzeitig. Mhm. Damals war es halt so, dass die Medizin noch nicht so weit war und man das nicht gemerkt hat und dann halt die Nieren so nach und nach kaputt gingen. Mhm. Das heißt, also darüber, um das mal kurz zu erklären. Ja. Seid ihr beiden denn transplantiert? Mittlerweile ja. Mittlerweile ja? Mittlerweile ja. Ja, wir sind beide schon zum zweiten Mal transplantiert. Ja. Wie lange hat die erste transplantierte Niere, ich sag's mal ganz salopp, gehalten? Die hat gehalten 17,5 Jahre. 17,5 Jahre. Also überdurchschnittlich lange. Das ist wirklich lang. Und ja, genau. Die zweite, wie lange hast du die jetzt schon? Die habe ich jetzt seit 2001. Seit 2001. Ja. Und bei deiner Frau, wie ist es da? Bei meiner Frau war es so, die hat die erste Transplantation hat sie mit 4 bekommen. Mhm. Da ist die Niere aber sehr schnell abgestoßen worden, hat aber dann mit 5 direkt die nächste bekommen. Ja. Und die hat dann auch, lass mich nicht lügen, 16 oder 17 Jahre, ich weiß es nicht genau, auch so lange gehalten. Ach, und sie hat jetzt also, die dritte schon wieder? Sie hat dann im Prinzip die dritte, wenn man die erste, die halt nicht gehalten hat, wenn man die mitzählt, ja. Also die dritte Transplantation. Wie oft kann man eigentlich transplantieren? Ja, da überfragst du mich jetzt so wirklich, aber ich habe das auch schon mal Ärzte gefragt und ich sag mal, die Nieren, die wieder kaputt gehen, die kann man ja auch wieder entfernen, sodass Nieren auch wieder dann verpflanzt werden. Also ich denke schon, dass das öfteren geht. Ja. Also bei meiner Frau jetzt dreimal. Also ich denke schon, dass es auch öfter geht, weil halt die Alten ja dann auch wieder rausgenommen werden. Kommst du denn mit deiner, die du jetzt zuletzt bekommen hast, kommst du mit diesem Organ klar? Ich komme damit super klar. Also ich habe da auch mit der ersten, wie gesagt, bin ich super klar gekommen, habe die auch sofort als mein anerkannt, jetzt bei der zweiten auch. Gut, bei der ersten habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht, da war ich 13, als ich die gekriegt habe. Ja. Ich hatte ja gestern einen Anrufer, das fand ich sehr interessant, der erzählte von einer Leber, einer transplantierten Leber. Das habe ich mitbekommen, und er erzählte, dass er das Organ von seinem Körper angenommen wurde, aber dass seine Seele das Organ nicht angenommen hat. Ja, wie war das bei dir? Den habe ich mitbekommen, genau, da habe ich gestern mich auch eingeschaltet. Also bei mir ist es eigentlich genau umgekehrt. Also ich mache mir eigentlich keine Gedanken darüber, dass das jetzt ein fremdes Organ ist, dass das jetzt von jemand ganz anderem ist. Also sicher denkt man sich, meine Güte, hat jemand einen Organspendeausweis gehabt? Mhm. Wenn er den nicht gehabt hätte, hätte ich jetzt auch keine. Da ist man schon dankbar für, natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir wirklich, also dass ich darüber nachdenke, meine Güte, die ist von einem Fremden oder so. Das ist vom ersten Tag an, erkenne ich die eigentlich jetzt als meine an. Was ja auch gut ist. Das ist ja gut, sicher, weil der Anrufer gestern hat das ja so geschildert, als wäre das war für ihn ein riesengroßes Problem, eigentlich bis heute noch, nach vielen Jahren, nach 10 Jahren, glaube ich. Ja. Was ich dich gerade ganz am Anfang noch fragen wollte, wie kurios, dass ihr beiden, deine Frau und du, dass ihr euch gefunden habt, wo ihr beide so schwer nierenkrank seid. Wie kam es zustande? War das ein Zufall oder habt ihr euch in irgendwelchen Kliniken kennengelernt? Ja, über die Klinik, sagen wir mal so. Also dadurch, dass wir beide schon von Kindheit an die Krankheit haben, war es halt so Mitte, Ende der 70er in Nordrhein-Westfalen fast so, dass man, egal wo man wohnte fast,
Es sei denn, man wohnte näher an Hannover, aber hier so Westfalen und Niederrhein, dass man immer nach Essen, da war die erste Kinderdialyse. So, und da waren wir dann beide in diesem Transplantationszentrum und haben uns da aber eigentlich nie gesehen und kennengelernt, sondern erst als es darum ging, dass der Kinder- und Jugendverein damals einen Urlaubverein oder einen Urlaub veranstaltet hat nach Südfrankreich. Und dann haben wir uns eigentlich in Südfrankreich kennengelernt. Ah ja. Und so habt ihr natürlich jetzt eine Verbindung und jeder versteht den anderen wirklich optimal, ne? Wenn du. Ja, sicher. Also man kann sich sehr gut in den anderen reinversetzen. Ja, total. Das ist ganz klar. Auf der einen Seite gab es jetzt auch 2 Jahre, wo sich die Dialysen beide überschnitten haben, dass beide an der Dialyse war. Ja. Das wiederum ist natürlich dann ein bisschen problematischer, wenn beide von der Dialyse kommen, kaputt sind und so. Habt ihr eigentlich auch Kinder? Nee, das nicht. Das nicht, ja. Nee, das war man natürlich auch lange am Überlegen. Mhm. Möglichkeit besteht, aber es ist doch es ist ein Risiko. Mhm. So. Ja. Und da haben wir uns dann halt irgendwann, muss man halt sagen, treffen wir die Entscheidung und dann haben wir gesagt, was ist, wenn wir dann wieder beide an der Dialyse sind und das Kind wird vielleicht dann auch krank und dann ist das schon schwierig. Und dann haben wir uns halt dazu entschieden, das so zu machen. Wir haben ja gestern gelernt, was viele Leute gar nicht so wissen. Viele denken ja, okay, das ist heute so weit fortgeschritten, man bekommt ein neues Organ, das wird eingepflanzt und wenn der Körper das dann annimmt, dann ist gut und man kann alles wieder vergessen. So einfach ist es ja nicht. Medikamente nehmen und sehr schwere Medikamente, die unter Umständen auch wiederum andere Organe schädigen. Ja, klar. Wie ist es bei dir? Nun musst du doch so lange schon solche Medikamente nehmen. Wie geht dein Körper mit diesen schweren anderen Medikamenten um? Also im Prinzip habe ich so, wenn ich jetzt so körperlich nicht unbedingt Probleme damit. Mhm. Was ich allerdings gemerkt habe nach der zweiten Transplantation, also da die erste schon vor 23 Jahren war, nehme ich auch seit 23 Jahren Cortison. Eben, zum Beispiel. Mhm. Und das ist das, was sich bei mir bemerkbar macht. Ich spiele eigentlich sehr gerne Fußball und es war vor 2,5 Jahren so, ich bin einfach nur hingefallen ohne fremde Einwirkung auf dem Platz und hat mir dabei den Arm gebrochen. Ja. So, das war kein schwerer Sturz, nichts Gefährliches. Aber der Arzt sagte halt, sowas kann natürlich passieren, wenn man über Jahre Cortison nimmt, dass die Knochen dann natürlich brüchiger werden. Ah, ja. So, und das ist das Einzige, wo ich jetzt sage, da mache ich eine Einschränkung. Aber das ist eben, das müsst ihr in Kauf nehmen, ihr transplantiert seid. Ohne das geht es nicht. Ne? Ja, wenn man lange genug Cortison nimmt und der Körper verträgt das, kann man es auch langsam absetzen. Es gibt allerdings auch Nieren, und das ist meine, die ist sehr kortisonanfällig. Wir haben es mal versucht runterzusetzen. Dann ging aber das Krea, das ist ein bestimmter Blutwert, der die Giftstoffe eben anzeigt, das ging sofort ein bisschen hoch. Und dann haben wir gesagt, nee, da müssen wir es dann wieder einsetzen. Würde dich gerne noch ansprechen, da du ja nun auch Betroffener bist. Es gibt ja doch immer wieder Stimmen, das ist so eine Minderheit. Ich bin froh, dass es eine Minderheit ist, aber die gibt es eben, die sich sehr vehement gegen Organspende aussprechen. Mhm. Gegen die Organspende. Ja. Hast du das schon mal so verfolgt im Fernsehen, solche Diskussionen? Und was denkst du dazu? Ja, verfolgen tue ich das schon. Wenn ich mitkriege, dass da Sendungen sind oder so, dann verfolge ich das sehr genau. Und ich sag mal, wenn jemand dagegen ist und der kann das vernünftig argumentieren, ich bin jetzt nicht so fanatisch und sage, jeder muss dafür sein, jeder muss einen haben. Wie das immer so ist, wenn man von einer Krankheit betroffen ist, wünscht man sich zumindest, dass sich jeder damit auseinandersetzt. Ja. Und wenn er sich dann dafür oder dagegen entscheidet, ist das was anderes. Ja. Da wünsche ich mir zum Beispiel eine ganz andere Lösung, als wir in Deutschland haben, dass man die Ausweise sich beim Arzt holen kann und dann sagen kann, ich möchte spenden. Das ist ja in anderen Ländern anders. Da muss man sich dagegen entscheiden. Ja. Und da muss man sich automatisch damit auseinandersetzen. Mhm. Das finde ich dann die etwas bessere Lösung, weil dieses Thema dann automatisch in den Köpfen drin ist. Ja, ich glaube aber auch, ich habe es gestern ja extra nochmal gesagt, dass man sich diese Ausweise auch aus dem Internet runterladen kann. Das geht auch heute. Weil viele Leute auch gar nicht wissen, ja, wo kommt man denn da dran, was muss man da machen, und ist es umständlich, irgendwo hinzuschreiben und so. Man kann einfach auf www.lebertransplantation.de gehen und sich da durchklicken und dann hat man so ein Ding. Da geht das auch auf der Seite. Das habe ich gestern auch mitbekommen und auch anderen auch. Sicher geht das heutzutage wesentlich einfacher dann übers Internet als früher. Mhm. Weil viele denken auch, da muss ich eine ärztliche Untersuchung machen. Habe ich auch im Freundeskreis. Ja, ja. Dann schon gehabt. Die Aufklärungsrate ist da nicht so, Quote ist nicht so sehr hoch. Nicht so sehr hoch. Nee, eben. Was hoffst du, Andreas, wie lange du mit deiner jetzigen Niere noch leben wirst können? Also mit dieser Niere? Also ich sag mal, wenn es wieder in den zweistelligen Jahresbereich geht, also über den Schnitt hinweg, der so bei 8-9 Jahren im Prinzip noch liegt, wobei der immer weitergeht, weil die Medizin auch fortschreitet,
Da bin ich schon ganz zufrieden. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich, also ich rechne schon damit, dass es irgendwann halt wieder so wird, dass ich an der Dialyse muss. Klar. Ja, ja. Und das ist auch meine Einstellung und vielleicht hält es auch deswegen immer so lange. Und die mit der Einstellung lebt dann meine Frau Gott sei Dank auch, so dass wir uns da sehr gut vereinbaren. Mhm. Ne? Also das ist bei uns jetzt nicht das tägliche Thema, oh Gott, wir sind krank. Mhm. Also um das mal zu übertreiben, das machen ja viele auch nicht, aber wir sehen das doch, dass das nicht so sehr im Kopf verankert ist. Ja. Andreas, ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Grüß mir herzlich deine Frau. Ja, und euch beiden gesundheitlich toi toi toi. Von ganzem Herzen. Danke schön, Domian. Alles Gute. Dann noch viel Erfolg mit der Sendung. Dankeschön, ja. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt bitte diese Nummer. Das ist eine kostenfreie Nummer. Wir haben eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir reden, diskutieren, streiten wollt, was auch immer, zum Beispiel auch über den Grand Prix gestern. Also wer vertritt uns jetzt in Athen? Wie findet ihr das denn? Wer da gestern gewonnen hat? Michael Anders, Thomas Anders und Texas Lightning. Texas Lightning ist es ja geworden. Naja, ich würde gerne mit euch drüber sprechen. 0800 220 5050. Hier ist Yvonne und Yvonne ist 25 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Yvonne. Dein Thema. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Warum? Eigentlich ist mein Thema gewesen, ich habe einen Freund seit 3 Monaten und habe den vor 2 Tagen mit meinem Ex-Freund betrogen. Ja. Ich seit einem Jahr auseinander bin. Du hast gesagt, das ist eigentlich dein Thema. Das soll auch dein Thema bleiben. Ja, im Endeffekt, vor 5 Minuten hat mich gerade die Ex-Freundin von meinem Ex-Freund angerufen und hat mir gesagt, der hätte sich aus lauter Verzweiflung in Offenbach irgendwo vor die Leitplanken gesetzt. Das hat mich jetzt gerade vor 5 Minuten ein bisschen... Die Ex-Freundin von dem Ex-Freund, ich verstehe kein Wort mehr. Oh, also, wir fangen nochmal von vorne an. Also, ich habe einen Freund, mit dem war ich 10 Jahre zusammen. Du hast einen Freund 10 Jahre, eine Jugendliebe. Ja, ja, kann man sagen. Meine erste große Liebe, mein erster Freund. Ja. Wir waren 10 Jahre zusammen und ich habe mich vor einem Jahr von ihm getrennt, weil unsere Beziehung eine absolute Katastrophe war. Er ist fremdgegangen, er hat mich geschlagen, hat mich psychisch unter Druck gesetzt. Mhm. Und nach 10 Jahren und 11 Trennungen habe ich es dann vor einem Jahr endlich geschafft, mich endgültig zu trennen. Ja. Und das war immer ein ewiges Hin und Her. Der wollte mich immer zurückhaben, ich habe ihn abgewiesen und dann hat er Ruhe gegeben vor 3 Monaten oder so. Dann hat er sich, oder 4 Monaten hat er sich nicht mehr gemeldet. Mhm. Und dann habe ich vor 3 Monaten meinen neuen Freund kennengelernt. Mhm. Und irgendwie daraufhin meldete sich dann auch mein Ex-Freund wieder. Wir haben Kinder zusammen, weil er die Kinder sehen wollte. Mhm. Wie viel? Wir haben 2 Kinder. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, ich denke, der holt die Kinder immer nur, weil er sie ausfragen will und so. Und weil ich gedacht habe, die Kinder werden ihm sowieso sagen, dass ich jemand Neues habe, habe ich ihm das dann gesagt. Ich habe ihn angerufen, habe ihm gesagt, wie es ist, dass wir keine Chance mehr miteinander haben, dass er mich bitte in Ruhe lassen soll. Ja. Ja, das konnte er irgendwie so gar nicht verkraften, hat dann wieder Terror gemacht, er würde um mich kämpfen, er würde mich lieben, ich soll zu ihm zurückkommen und sowas alles. Obwohl ihr da ja schon getrennt wart. Richtig. So, und wie ging es dann weiter? Und das Ganze ging dann so weit, bis vor 2 Wochen ungefähr hat der Terror vor meiner Tür gemacht, dass ich ihm, dann habe ich die Polizei gerufen. Mhm. Und dann war eigentlich Ruhe. Mhm. Dann rief er mich letzte Woche irgendwann an und erzählte mir dann, ja, er hätte jetzt jemanden kennengelernt und da bestand die Chance, dass er eine Beziehung mit der eingehen würde und so. Mhm. Ja, und irgendwie bin ich da plötzlich ganz wahnsinnig geworden. Ich konnte diesen Gedanken, dass er eine andere hat, einfach nicht verkraften. Was ja völlig bescheuert ist. Völlig bescheuert. Ja. Du bist getrennt von ihm. Du hast auch wieder einen neuen Freund. Ja. Und dann hat er sich irgendjemand angelacht und dann wirst du eifersüchtig. Wie ging's weiter? Ja, wie ging's weiter? Ich habe das dann erstmal ignoriert und vor 2 Tagen hat mich diese ganze Sache aber so dermaßen wahnsinnig gemacht, da kamen so viele Gefühle hoch irgendwie plötzlich wieder, dass ich ihn angerufen habe. Mhm. Und dann kam er zu mir. Mhm. Und dann sind wir im Bett gelandet. Mhm. Ja, und das war halt alles so, dass von damals, diese guten Zeiten sind alle wieder da gewesen und so. Und aber wahrscheinlich nur während der Bettzeit, oder? Richtig, nur während der Zeit. Mhm. Und dann ist er gefahren und am nächsten Morgen habe ich natürlich im Furchtbar schlechtes Gewissen gehabt, habe dann meinen Freund angerufen und habe ihm das gesagt. Mhm. Er hat sich dann bei mir bedankt dafür, dass ich so ehrlich bin zu ihm, hat mich darum gebeten, ihm Zeit zu geben. Er müsste das erstmal verarbeiten, für, was ja auch verständlich ist. Ja.
Ja, und ich weiß nicht, eben rief mich mein Ex-Freund wieder an und wollte dann, er würde mich lieben und ich soll zu ihm zurückkommen und ich soll ihm die Chance geben, mir zu beweisen, dass er sich geändert hat und so. Und im Endeffekt, er ist mir nicht egal, ich kann es nicht beschreiben, was für Gefühle ich für ihn habe. Irgendwie ist da in meinem Herz schon noch was für ihn, aber ich weiß ganz genau, dass unsere Beziehung keine Zukunft hat. So, Punkt. Das ist der Satz. Das ist der Satz, den du gerade gesagt hast. Ich weiß, dass unsere Beziehung keine Zukunft hat. Dass du den irgendwie magst und das ist doch völlig klar, da müssen wir nicht drüber reden, wenn ihr 10 Jahre zusammen seid und 2 Kinder habt. Da sind da so ganz viele biografische Verbindungen, die einen Menschen näher bringen. Das ist auch klar. Ja, und das habe ich ihm auch gesagt, als er mich eben angerufen hat. Ja. Und wie gesagt, vor 10 Minuten rief mich seine Ex-Freundin an. Ich wäre schuld, dass er sich heute mit seinem Auto in Offenbach irgendwo vor die Leitplanken ist. So, aber da weißt du jetzt nichts Näheres, was da passiert ist. Genau, ob er verletzt ist oder du weißt gar nichts. Ich weiß gar nichts. Mhm. Die hat mir das gesagt, hat mir gesagt, wie bescheuert ich bin und hat einfach wieder aufgelegt. Ja, aber wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Du bist dann daran nicht schuld. Der Kerl ist wie alt? 40. 40? Ja. Habe ich richtig gehört? 40? 40. So, dann ist der Herr seiner selbst. Ja. Und dann bist du nicht schuld. Und wenn der so wenig mit Konflikten und Konfliktsituationen umgehen kann, dass er jetzt sein Auto gegen die Leitplanken setzt, dann ist er verdammt nochmal selbst dran schuld und trägt die volle Verantwortung dafür. Dass du einen Fehler gemacht hast und mit dem nochmal in die Kiste gegangen bist, ist ein anderes Ding. Aber damit trägst du keine Schuld, was da auch immer passiert sein mag, um das mal klarzustellen. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass er es tut. Er hat Kinder, er trägt Verantwortung für seine Kinder und so zieht man den Schwanz nicht ein, indem man einfach sowas tut. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Ich habe nur so ein bisschen den Gedanken im Kopf. Ich habe gestern habe ich so aus der Wut heraus zu ihm gesagt, ob er sich nicht einfach mit seinem Auto vor den Baum setzen könnte, damit ich meine Ruhe habe. Ja, das ist natürlich auch ein völlig abartiger Ausspruch. Ich weiß, aber ich weiß. Man kann natürlich wiederum sagen, gut, im Eifer des Gefechtes und im Zorn sagt man sowas, aber eigentlich darf man sowas nicht sagen. Ich weiß, das war einfach so diese jetzt, ganzen Emotionen, die da hochgekommen sind und dieser Terror und... Ist klar, jetzt gilt aber dennoch unsere Sorge, auch Schuld, nicht Schuld oder so, was mit ihm los ist. Ist er verletzt, ist er schwer verletzt? Ich weiß überhaupt nichts. Da müsstest du dich jetzt gleich mal irgendwie ans Telefon setzen und versuchen, das rauszukriegen. Über die in welchem Ort ist das passiert? Offenbach. In Offenbach, rufst du die Polizei in Offenbach an. Ja. Irgendwie wirst du was rauskriegen. So, das ist erstmal das eine. Und da musst du dich auch drum kümmern, egal jetzt, ob was da emotional los ist. Ja. Aber perspektivisch musst du da eine klare Trennung ziehen. Und du musst auch versuchen, dich mehr im Griff zu haben. Ich weiß das. Das heißt, im Griff haben heißt, Nein zu sagen zu solchen Sexgeschichten, aber auch Nein zu sagen, wenn solche dämlichen Sätze hochkommen, wie es ist besser, wenn du mal gegen Baum fährst. Ich weiß das ganz genau. Ja. Das ist, glaube ich, das Angst. Wie ist denn dein Gefühl zu deinem neuen Freund? Der ist mir super wichtig und den liebe ich auch total. Der fehlt mir super. So, du hast natürlich große Gefahr, wenn du weiter dich da so verstrickst mit deinem alten Freund, dass du dir das kaputt machst. Das willst du auch nicht. Nein, natürlich nicht. Also Linie ist klar, jetzt quatschen wir hier nicht weiter, jetzt legst du auf, legen wir auf und du kriegst raus, was mit deinem Ex-Freund los ist. Okay. Vielleicht braucht er Hilfe oder du kannst irgendwas organisieren. Okay? Okay. Liebe Yvonne, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, ich will euch mal ein bisschen was zu nächster Woche erzählen. Nächste Woche Freitag, also der Tag, so wie heute, in der Nacht von Freitag auf Samstag, da klingt die Lit Cologne aus. Lit Cologne ist, wenn ihr das nicht wissen solltet, eine Riesensache mittlerweile hier in Köln. Eine Literaturmesse, die so ganz klein angefangen hat vor ein paar Jahren. Mittlerweile treibt sich alles, was Rang und Name hat, in der und aus der Literaturszene hier in Köln rum. 1Live hat dazu gemacht, WDR 5 macht Sachen. Im Moment läuft im WDR Fernsehen die lange Vorlesenacht, wo prominente und nicht prominente Leute vorlesen aus Büchern und aus Texten. Da haben wir gedacht, wollen wir ja auch nicht hinten anstehen. Und nächste Woche Freitag gibt es so ein kleines Literatur-Special bei uns. Und zwar haben wir 4 prominente Menschen eingeladen, die aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen hier bei uns. Und diese prominenten Menschen sind Ralf Morgenstern, sind Moritz Zielke, das ist Momo aus der Lindenstraße,
Das ist Knacki Deuser und der RTL-Star Markus Lanz. Nächste Woche Freitag, die vier lesen aus ihren Lieblingsbüchern. Ich weiß noch gar nicht, was sie lesen werden und bin gespannt wie Bolle, was sie hier uns vortragen werden. Das ist nächste Woche Freitag. Unsere Themen nächste Woche, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, heißt das Thema "Auf diesen Tag habe ich mich gefreut" und nächste Woche Donnerstag heißt das Thema "Durch eigene Schuld behindert". So, jetzt machen wir aber erstmal weiter mit unserer freien Themennacht und zwar mit Markus. Und Markus ist 32 Jahre alt. Hallo Markus. Guten Morgen Jürgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Dein Thema, Markus. Ja, mein Thema ist der Kampf eines geschiedenen Mannes, seinem Sohn ein guter Vater sein zu dürfen. Zu dürfen? Ja. Wir betonen das Dürfen. Wir betonen das Dürfen, richtig, genau. Das heißt, ich höre schon irgendein Drama heraus, dass deine Ex dich nicht an das Kind lässt oder so? Richtig, richtig. Also, anfangs war es so, dass wir einen geregelten Umgang haben. Wir haben beide das Sorgerecht. Wie lange seid ihr auseinander? Wir sind jetzt geschieden seit 2001. 2001. Richtig, genau. Und wie alt ist das Kind? Mein Sohn ist jetzt 7 Jahre. Ja, okay. Das sind die Fakten. Jawohl. Erzähl mal ein bisschen. Ja, also wir sind 2001 geschieden worden, auseinandergegangen und am Anfang war es auch kein Problem mit dem Kleinen, dass ich alle 2 Wochen ihn gesehen habe, er bei mir war. Ist das so gerichtlich alles geregelt? Richtig, ganz genau. Ja. Das war am Anfang auch schon so. Und meine Ex-Frau hat sehr schnell jemanden neuen kennengelernt. Ja. Lass mich, bevor du es weitererzählst, frage ich, ehe ich es vergesse, wie ist es gerichtlich geregelt? Ja, dass ich alle 2 Wochen meinen Sohn bekomme. Für wie lange? Von freitags bis sonntags. Ja. Und dann halt jede Ferien halt, die Hälfte Ferien. Ja. Und an Feiertagen halt einen von diesen Feiertagen komplett. Okay. Also das so. Sind die Besuchsrechte. Ja, jetzt hat deine Ex jemanden neuen kennengelernt. Richtig, genau. Und ist schnell mit ihm zusammengezogen. Und da fingen dann diese kleinen Reibereien schon an, dass sie ihm anerzogen hat, Papa Mike, Papa Markus, sind das jetzt, also diese Splittung, dass da ein neuer Papa halt jetzt auch existiert. Hat sie von ihm ein Kind bekommen. Ja. Und haben auch schnell geheiratet, wo dann auch der Nachname zu Gespräch kam und mein Sohn dann halt zu mir sagen wollte, er wollte jetzt dann auch nicht mehr meinen Nachnamen haben. Akzeptiert denn dein Sohn diesen neuen Mann als Papa Mike? Er akzeptiert ihn und ich bin auch sehr froh, dass er ihn akzeptiert. Also ich bin froh, dass die beiden super miteinander auskommen, er auch auf ihn hört und also die beiden auch absolut keine Probleme haben. Und der besagte Mike deinen Sohn auch gut behandelt? Richtig, ganz genau. Okay. Doch, das weiß ich. So weit, so gut. Jawohl. Ja, es ging halt dann aber so weit, dass meine Ex-Frau mir durch einen Brief vom Anwalt ganz plötzlich ins Haus kommen ließ, wo drin stand, dass der Umgang halt ausgesetzt werden muss, da sich mein Sohn Maurice ganz bedeutend geändert hatte im Kindergarten. Sexualisiertes Verhalten aufbringen würde. Sexualisiertes Verhalten? Richtig, richtig. Verändertes sexualisiertes Verhalten. Und das führt sie auf dich zurück? Richtig, das wurde dann auf mich zurück. Was heißt das im Klartext? Unterstellt sie dir, dass du deinen Sohn missbrauchst, oder was? Richtig, also so fing es an. Das war dann halt im Sommer 2002, Sommerherbst 2002, da ging es dann halt mit diesen Klagen los. Und ich bin dann halt direkt habe ich von meiner eigenen Initiative das Jugendamt eingeschaltet, auch den Kinderschutzbund, weil der Kleine ist mein Ein und Alles. Also ich halte das nochmal fest. Das finde ich, wenn man so das hört, ich habe einige Geschichten in dieser Art schon gehört, hammerhart, wenn Frauen versuchen, ich weiß ja nicht, wie es in deinem Fall ist, den kann ich nicht beurteilen, ich beziehe es auf die anderen Fälle, wenn Frauen versuchen, unschuldige Männer, Väter, des sexuellen Missbrauchs zu bezichtigen, nur um ihre eigenen Interessen durchzubrauchen. Das ist das Schäbigste überhaupt, was man machen kann. Erzähl mal deinen Fall weiter. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich bin ein bisschen durcheinander durch diese ganzen... Du hast dann das Jugendamt eingeschaltet und hast entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Ganz genau. Also habe ich aus meiner eigenen Situation raus alles direkt eingeschaltet, sodass es halt dann erneut auch wieder zu Gerichtsverfahren gekommen ist, dass es halt auch mit Jugendamt wieder
betreute Besuche gab und Gespräche, allem drum und dran, wo mir auch wiederum das Sorgerecht nicht entzogen worden ist. Also ich auch das halbe Sorgerecht immer noch hatte, mein Besuchsrecht hatte, allem drum und dran. Das heißt, die Behörden haben diese Vorwürfe nicht ernst genommen, die deine Frau formuliert hat. Richtig, ganz genau. Kannst du deiner Ex-Frau überhaupt nur ins Gesicht gucken, wenn die sowas macht? Ich tue es mit, also ich bin die Ruhe in Person. Ich innerlich zerplatzen, ich würde sie am liebsten in der Luft zerreißen, aber ich habe noch nie, auch in der Gegenwart von meinem Sohn, habe ich noch nie ein böses Wort an diese Frau gelassen. Ja, das darfst du auch nicht, würdest du ihr nur einfach Munition liefern. Ja, richtig, ja, ganz genau. Ganz so, genau. Wie ist der aktuelle Stand jetzt im Moment, heute? Der aktuelle Stand ist dieser, dass also dann auch wieder erst Ruhe war, ein knappes Jahr, und dass dann es wieder anfing, letztes Jahr im Mai, dass es dann auch mit dem Brief losging. Maurice wollte selber nicht zu mir. Er würde nur noch sagen, ich würde ihn verhauen oder ich würde ihn schlagen, wenn er mich richtig aufessen würde am Mittagstisch. Und all das stimmt aber nicht. Nein, der Kleine hat noch nie von mir irgendeinen Schlag bekommen. Und wir halten nochmal fest, du hast den Kleinen noch nie geschlagen. Nein, richtig. Und du hast den Kleinen auch nie in irgendeiner Weise sexuell bedrängt. Nein, um Gottes Willen. Niemals. Und es war dann soweit, dass plötzlich, also vor Pfingsten letztes Jahr, ich auch noch die Umgangskontakte da hatte und wahrgenommen habe. Mhm. Und der Kleine jederzeit, wenn er bei mir war, ich war oft mit ihm bei meinen Eltern, habe das dann extra immer mit ihm dann verbunden, dass wir dann dahin noch fahren und allem dran. Er war riesig begeistert, er wollte halt auch immer wieder zu mir, und es gab dann Abschiedsdramen, wenn ich ihn nach Hause gefahren habe. Wie ist es heute? Heute ist es so, dass ich ihn jetzt das letzte Mal gesehen habe, kurz vor Weihnachten. Hat man dir denn jetzt von Seiten der Behörden und von Seiten des Gerichts einen häufigeren Umgang untersagt? Nein. Es ist der Stand der Dinge, dass meine Ex-Frau wieder auf eigene Initiative halt diesen Kontakt mit einem Anwalt durchsetzen will, dass sie dieses Verbot wieder einsetzen will. Und das heißt, du musst auch... Ich nehme es halt an, dass sie hat jetzt ihre eigene Familie, sie hat einen neuen Mann, auch mit diesem Mann ein Kind, ja, und möchte mich halt jetzt wirklich außen vor. Ja, aber das bedeutet, dass du auch wieder anwaltlich initiativ werden musst und der ganze Krieg in die nächste Runde geht. Ja, richtig. Und immer auf Kosten des Kindes. Ja, natürlich. Denn das Kind kriegt das ja alles mit. Richtig, und der Kleine weiß absolut auch nicht Bescheid. Er will auch zum Papa, das äußert er vor jedem Amt, das äußert er in der Schule, das äußert er überall. Und er weiß auch absolut nicht, wie und was. Hast du denn im Moment einen Anwalt eingeschaltet? Richtig, ja. Ja. Und das ist alles noch offen im Moment? Das ist soweit alles noch offen, also von Seiten des Anwalts und auch von Seiten des Jugendamts, und habe ich auf jeden Fall soll ich mir keine Gedanken machen, sagen mir alle, ja, weil schön schwarz auf weiß, dass der Kleine halt zu mir möchte und dass keine Anzeichen irgendwelcher... Ja gut, aber du hast deinen Sohn ja nun seit Weihnachten nicht mehr gesehen, und jetzt haben wir bald Ostern. Das ist ja auch alles schlimm. Ich habe es ja schon mal durch. Ich habe ihn, also vor 2 Jahren habe ich ihn auch, also das längste war, dass ich ihn nicht gesehen habe, war fast 7 Monate. Das Schlimme ist in unserem aktuellen Recht, dass nach wie vor die Frauen am längeren Hebel sitzen. Ja, natürlich. Hast du mal überlegt, dich mit anderen Vätern zusammenzutun oder dich an Väter zu wenden, die ähnliche Problematik haben? Nein, noch gar nicht. Also bis jetzt habe ich es alles immer, also das geht jetzt fast 4,5 Jahre. Würde ich an deiner Stelle mal machen. Mittlerweile gibt es ja geradezu regelrechte Netzwerke von Vätern, die um ihre Rechte kämpfen. Ja. Und das ist eigentlich gut. Da kann man sich schlaue Tipps geben, man kann Rechtstipps austauschen, man kann vielleicht den einen oder anderen Anwalt über diese Leute erfahren und so weiter. Ja, stimmt. Würde ich dir gerne gleich mal meine Psychologin geben? Ja, und die könnte dir dann eine solche Selbsthilfegruppe vielleicht auch in deiner Nähe nennen. Ja, sehr gerne, doch. Zehrt an den Nerven, ne? Oh ja, also ich habe nie die Kraft aufgegeben, also weil mein Anwalt sagt mir und auch das Jugendamt sagt mir, Markus, für dich arbeitet die Zeit im Endeffekt, weil nachher wird sie die Quittung dafür irgendwann bekommen, auch wenn er alt genug ist. Ja, hundertprozentig. Letztendlich
arbeitest du jetzt für deinen Sohn und irgendwann wird dein Sohn es dir danken. Irgendwann, wenn er alt ist, älter wird, das dauert gar nicht mehr so sehr lange, ja, vielleicht in 10 Jahren schon, wenn er das blickt, was da gelaufen ist, dann steht deine Ex-Frau nicht gut da. Ja, mhm. Stimmt. Jetzt legst du auf, wir rufen dich an, das heißt Magdalena ruft dich an, meine Psychologin, und versorgt dich mit der entsprechenden Adresse. Alles klar, ich bedanke mich. Alles Gute, Markus. Ja, dir tschüss. Auch. Danke, tschüss. Denise, hallo, 22 Jahre, guten Morgen. Ja, genau, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Denise. Was ist dein Thema? Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Und zwar bin ich 4 Jahre jetzt dieses Jahr mit meinem Freund zusammen. Mhm. Ich hatte in der Zeit 2 Fehlgeburten. Mhm. Daraufhin wollte er Kinder haben von mir. Mhm. Und aufgrund dieser 2 Fehlgeburten habe ich dann erstmal gesagt, nein, ich möchte erstmal nicht, ich möchte es erstmal hinten anstellen mit dem Kinderkriegen. Ja. Habe es ihm zuliebe dann doch nochmal versucht, weil er es unbedingt wollte. Ja. Ich bin dann wieder schwanger geworden. Ich habe meinen Jungen vor 3 Wochen zur Welt gebracht. Mhm. Der Kleine hatte Glückwunsch. Dankeschön. Der Kleine hatte einen ganz, ganz schweren Start ins Leben. Mhm. Er hatte bei der Geburt, als ich ihn geboren habe, hatte er Atemprobleme und musste daraufhin auch direkt dann in die Kinderklinik. Mhm. Da liegt er jetzt mittlerweile 3 Wochen. Mhm. Und ja, irgendwie mein Freund, weiß ich nicht. Aber er liegt da in dieser Klinik. Warum? Was ist los mit ihm? Hat man eine klare Diagnose schon gestellt? Also es war so, die Hinweise, die der Kleine hatte, war es ein Hinweis auf eine Infektion. Mhm. Eben halt, weil er bei der Geburt noch sehr viel Fruchtwasser auch geschluckt hat von mir. Mhm. Dieser Virus ist aber nicht ausgebrochen bei ihm. Mhm. Ich wollte ihn dann wieder mit nach Hause nehmen und da hat sich dann rauskristallisiert, dass er sich da ein Magen-Darm-Virus eingefangen hat. Ja, also ich interpretiere das mal so, dass es ist schon was sehr, sehr, sehr Ernstes, aber nicht was ganz Lebensbedrohliches. Nein, das zum Glück nicht. Also das heißt, das kann man wieder hinkriegen. Ja, also mhm. Nächste Woche kann ich ihn mit nach Hause nehmen. Ja, ja. Nur das Problem ist halt, wie gesagt, mein Freund. Mit dem Freund? Er hat letzte Woche, also bis vor der Geburt war noch alles in Ordnung und letzte Woche hat es dann irgendwie so dermaßen geknallt. Bin zu dem Kleinen gefahren, habe ihn besucht und weil mir das alles so leid tut für den Kleinen auch, ich mhm. wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, habe ich das Rauchen wieder angefangen. Mhm. Während der Schwangerschaft habe ich es nicht getan, muss ich dazu sagen. Mhm. Er hat dann meine Zigaretten gefunden. Ich habe es ihm auch nicht sofort gesagt, dass ich das Rauchen angefangen habe. Er hat meine Zigaretten gefunden, ist da richtig aufbrausend geworden. Und ja, da fing das dann an letztes Wochenende, dass es dann so richtig geknallt hat. Ich weiß nicht, was in ihm vorgeht. Auf jeden Fall hat er sich dann gestern von mir getrennt. Ach. Ja, also er... Ich hätte jetzt alles Mögliche erwartet, aber er hat sich getrennt von dir? Ja. Was hat das mit den Zigaretten zu tun? Das ist ja dann... Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder... Ja, natürlich nicht. Das ist jetzt irgendwie nur so ein I-Punkt gewesen. Ja, also... Ich fasse mal zusammen, er war besonders scharf darauf, dass du jetzt nochmal schwanger wirst. Ihm zuliebe habe ich dieses Kind geboren. Ihm zuliebe, aber ihm mittlerweile liebst du das Kind auch. Ich bin, um Gottes Willen, Domian, ich liebe dieses Kind über alles und ich will es für kein Geld der Welt hergeben. Alles klar, aber auf jeden Fall von ihm ging so der Hauptwunsch aus, so kann man es ja mal sagen. Ne? Genau. Und jetzt trennt er sich von dir? Er hat sich von mir getrennt. Aber der muss doch vor dieser Zigarettennummer. Ja. Muss doch irgendwie, geh mal so... Lass mal die Wochen und Monate Revue passieren. War da immer alles in Ordnung? War der immer nett? Es war alles in Ordnung. Deswegen konnte ich das nicht verstehen. Das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht, als er mir gesagt hat, ich will das alles nicht mehr. Er will den Kleinen nicht, er will mich nicht. Der war während der Geburt dir sehr zugetan. Also während der Geburt... Während der Schwangerschaft, meine ich. Während der Schwangerschaft. War alles in Ordnung. Alles in Ordnung. War er während der Geburt dabei? Nee, also das nicht. Und das nehme ich ihm auch nicht übel, weil er eigentlich, was sowas angeht, wenn er mich leiden sieht, das kann er nicht haben. Okay, habe ich auch gesagt, ist in Ordnung. Aber nach der Geburt, er hat geweint, er hat mich im Arm genommen. Mhm. Und also hast du im Krankenhaus entbunden? Ja. Dann hat er da klassisch irgendwo am Gang gesessen und hat gewartet. Nee, er ist nach Hause gefahren. Ah ja, na gut, aber er kam dann irgendwie schnell. Kam sofort, als der Kleine da war, der war ruckzuck, war der da. Und auch da war ein großes Gefühl der Rührung bei ihm, aber sagst du? Ja. Und dann von jetzt auf gleich, letzte Woche fing das dann an, ich weiß nicht,
ob es vielleicht daran liegt, dass der Kleine eben nicht zu Hause ist. Oder er hat zwar immer gesagt, er hat Geldprobleme und also ich glaube es nicht, Dennis. Ich glaube, dass da irgendetwas sich schon länger zusammenbraut. Das nehme ich mal an, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, warum er uns im Stich lässt. Der Kleine, der braucht ihn bald mehr wie ich. Und bist du sicher, dass er keine andere Frau hat? Da habe ich ihn nachgefragt und er hat mir Stein und Bein geschworen, dass er keine andere hat. Aber du hast ihn doch sicher auch gefragt nach dem Warum. Warum gehst du jetzt? Ja, und er sagte, er hat Geldprobleme und ihm durch das blöde Gequatsche, was auch von draußen viel kommt, von Bekannten und Verwandten, auch von meiner Familie her, was vorher so gelaufen ist, das wird ihn alles so ankotzen, sag ich mal. Was? Also nochmal, zum Geldproblem, deshalb verlässt man ja nicht seine Frau und sein Kind. Nee, und... Aber was meint er mit Gequatsche von den anderen aus der Familie? Also meine Mama, die ist sehr robust, sag ich mal, und sie hat irgendwann mal, während der Schwangerschaft hat sie dann mal gesagt, wenn Denise gehen will, dann geht sie. Sie wird jederzeit einen anderen finden und ohne dich wird es ihr sowieso besser gehen. Warum hat sie das gesagt, wenn alles in Ordnung war bei euch? Ich weiß, ich kann es dir nicht sagen, Domian. Ich weiß es nicht. Das macht die dann schon mal so aus einer Laune raus und. Gut, da kann ich verstehen, dass er irgendwie vielleicht einen Hals auf deine Mutter hat. Aber da kann ich ja nichts für. Da kannst du nichts für. Wo ist er denn jetzt im Moment? Also im Moment ist er, also wir wohnen noch zusammen in einer Wohnung, weil ich immer noch so, ich kämpfe ja darum. Ich möchte das ja nicht alles so einfach aufgeben. Und also ich bin zurzeit übers Wochenende bei meiner Schwester. Ja. Und er ist zu Hause. Und er will aber dann bald wegziehen. Also so wie er sagte, ja. Jetzt nochmal zurück zu dem Warum. Geldprobleme hat er genannt, was ich nicht nachvollziehen kann, warum er dann geht. Dann hat er das mit der Familie genannt. Was noch? Hat er irgendwas gesagt, bezogen auf euch? Ja, so das Sexleben, also in den 9 Monaten der Schwangerschaft. Ich hatte ja nun mal diese Risikoschwangerschaft. Habe ich dann gesagt, nein. Ja, aber das ist doch auch durchaus normal. Ja, wie viele Pärchen haben während der Schwangerschaft keinen Sex miteinander? Es ist ihm anscheinend sehr, sehr wichtig. Ihm liegt viel daran. Und was hat er noch gesagt? Ich bohre jetzt das, bei dir. Das war's. Und deswegen werde ich da nicht schlau raus. Deswegen nee, da wird man nicht. Da wird man nicht schlau draus. Es ist irgendwie auch eine Frechheit, finde ich. Ja. Eine Frau mit dem Kind sitzen zu lassen und ihr so 3 seltsame Begründungen davor zu legen. Ja. Wie war denn euer Sexleben, bevor du schwanger wurdest? Sagen wir mal, es war dürftig. Okay. Also liegt da schon irgendwo was? Also ich habe ihm gesagt, ich bin bereit, alles zu ändern, was ihn an mir stört. Das habe ich ihm auch heute noch gesagt. Ich bin bereit, alles zu ändern, was ihn stört. Und er muss mit mir reden. Ich habe gesagt, er kann über alles mit mir diskutieren. Es ist egal, was es ist. Wie reagiert er auf diese Angebote? Ja, er fängt an zu weinen. Ach Gott. Er weint und mir kommen auch gleich die Tränen. Ja, und Wie alt ist er? Er ist auch 22. 22, ja. Da kann man verdammt nochmal fordern von jemandem, dass er nicht anfängt zu heulen, sondern dass er sich hinsetzt und sich zusammenreißt und in sich hineinguckt und der Frau sagt, deshalb und deshalb und deshalb. Das kann man von jemandem verlangen. Er sagte auch irgendwie noch, wir hätten uns irgendwie auseinandergelebt und... Ja, dann scheint der aber wirklich, wenn der solche Äußerungen macht, ist der wirklich komplett unglücklich gewesen. Ja. Umso merkwürdiger ist sein Verhalten während der Schwangerschaft, vor der Schwangerschaft. Es sei denn, du hast vielleicht Feinheiten nicht genau beobachtet. Kann ja auch sein. Dann war es vielleicht gar noch nicht mal mit Absicht. Das kann natürlich, weiß ich nicht. Aber er redet auch nicht immer mit mir. Das ist eben das Problem. Ich komm nicht richtig an ihn ran. So, dann machst du ihm bitte den Vorschlag. Ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendein Spaß, sondern ihr habt ein Kind und das ist eine Verantwortung und so weiter. Dann mache ihm bitte den Vorschlag, dass ihr beiden zusammen zu einer Paarberatung geht. Ja. Und wenn er nur ein Fitzelchen vernünftig ist und ein Rückgrat hat, dann müsste er sagen, okay, ich komme mit. Dann könnte man ihm auch glauben, wenn er sagt, ich bin von meinen Gefühlen irgendwie so überwältigt, ich weiß wirklich nicht, was mit mir los ist. Mag es ja auch schon mal geben. Ja. Aber dann ist er zumindest in der Obhut eines Fachmannes, ihr beiden, und dann könnt ihr zusammen unter fachmännischer Leitung herausklamüsern, was da los ist.
Vielleicht mit dem Effekt, dass ihr euch wirklich trennt, aber dann weißt du warum. Vielleicht aber auch mit dem Effekt, dass ihr doch wieder zueinander findet. Die Chance also, sollte man nutzen. Also soll ich auf jeden Fall weiterkämpfen? Ja, schlag ihm das vor. Ja. Schlag ihm das vor. Mhm. Genau wie ich es auch gerade sagte, schlag ihm das in dem Sinne vor, um einfach Klarheit zu gewinnen. Klarheit, ja, dass man getrennt ist. Ja. Oder vielleicht eine Klarheit darüber, was man doch ändern könnte, um wieder zueinander zu finden. Ja, klar. So. Und ich liebe ihn ja immer mehr, allein schon, weil der Kleine ja auch da ist. Ja. Das wird ja, das Gefühl, das wird ja nicht weniger, es wird ja immer schlimmer dadurch. Mhm. Und deswegen möchte ich das nicht aufgeben. Ja, du solltest ihn natürlich abgetrennt auch von dem Kleinen, solltest du ihn lieben. Ja, das sowieso. Nur die Tatsache, dass er ein Kind ist, sollte noch keine Grundlage für die Liebe sein, sondern die Liebe muss schon auf allen Füßen stehen. Ja. Aber ich würde sagen, meine Psychologin nennt dir jetzt eine Paarberatungsstelle, eine Anlaufstelle in deiner Umgebung. Ja. Und dann schlägst du ihm das schnell vor und dann hoffe ich, dass ihr ins Gespräch kommt. Ja, gut. Ja? Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an, Denise. Kann ich noch zwei Autogramme von dir haben? Kannst du. Dann sagst du bitte meiner Psychologin, der Magdalena, gleich deine Anschrift und dann schicken wir die. Alles klar, okay. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Weiter geht's mit Jutta. Jutta ist 56. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Jutta. Hallo. Was führt dich zu mir? Ja, das ist eigentlich das gestrige Thema. Transplantation und Organspende. Ganz genau. Mhm. Und da bin ich nicht mehr rangekommen. Ah ja. So, und ich hatte vor 6 Jahren, bin ich erkrankt an einem Virus, den ich mir, wir wissen es nicht, wo eingezogen habe. Was ist das für ein Virus? Bitte? Was ist das für ein Virus? Ja, das können wir leider nicht sagen. Also es ist so gewesen, dass ich damals nach Lemgo gekommen bin, in die Klinik. Mhm. Und die haben versucht rauszukriegen, was das für ein Virus war. Mhm. Und da mein Vater früher in Baden-Baden Kinderarzt war, ja, und der auch im Truppeninstitut in Hamburg gearbeitet hatte, mhm, haben die das aus kollegialem Gruße, haben sie das also umsonst gemacht. Und die haben es auch nicht rausgefunden. Vor in sechs Deutschland nicht bekannt. Das heißt, du hast dir den irgendwo geholt. Du warst nicht im Ausland. Nein, war ich nicht. Ein Virus. Was ist die Folge dieses Virus? Ja, die Folge ist, dass der hat also eigentlich alle Organe angegriffen. Mhm. Was heißt angegriffen? Angegriffen, ja, dass der, so detailliert kann ich das eigentlich auch nicht sagen. Es ist nur so, dass mein eigener Körper seine eigenen Organe zerstört. Also die eigenen Organe quasi abstößt? Ja. Mhm. Ja, genau. Alle inneren Organe? Es sind alle betroffen, ja. Also Leber, Niere, Milz, Bauchspeicheldrüse? Also die Niere nicht. Die Niere nicht? Nein. Leber aber? Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse. Lunge auch? Nein. Auch nicht? Mhm. Nein, also Gott sei Dank nicht. Das heißt, diese Organe sind schwer geschädigt bei dir? Ja, die sind sehr, sehr schwer geschädigt. Gab es denn schon eine Transplantation bei dir? Nein. Noch nicht? Und ich werde auch wahrscheinlich nicht dazu kommen, weil man in Hannover bin ich in Behandlung mit, unter anderem vom Hausarzt auch noch, dass man gesagt hat, also wenn ich bis zum 60. Lebensjahr quasi noch durchhalten sollte, wären die Organe dann so geschädigt oder die Nieren eben auch, die man dann bräuchte als Filterorgan bei der Transplantation, die wären dann von den Medikamenten so geschädigt, dass es nicht mehr möglich wäre. Mhm. Und ich halte mal fest, dein noch voraus, dass die Leber die ganz kleinen, mikroskopisch kleinen Gallengänge, dass die in Ordnung wären. Mhm. Und das sind die bei mir auch nicht. Wenn du das seit 6 Jahren hast, ist das verbunden auch mit schlimmen und schweren Schmerzen, diese Erkrankung? Also ja, ich habe Schmerzen, aber die eigentlichen schlimmen und sehr, sehr schweren Schmerzen, die irgendwann von der Leber ausgehen, die habe ich also nur sehr flach. Das heißt, dass ich wirklich nur ab und zu mal so eine Art Morphiumpflaster dann bräuchte. Mhm. Und das bedeutet, da man dieses Virus nicht kennt, dass man auch überhaupt nicht therapeutisch mit Medikamenten vorgehen kann? Doch, ich kriege natürlich Medikamente. Ah ja. Und da waren unter anderem, also ein ganz gängiges Osofalk, ich weiß nicht, ob du das was sagst. Nee. So,
Und darunter wären also für hier wäre es in Deutschland so gewesen, dass es für die Leber spezielle zwei Mittel gegeben hätte. Mhm. Und Gott sei Dank habe ich das erste davon vertragen. Mhm. Und das ist also nur dafür da, die ganzen Medikamente sind nur dafür da, um diesen Zerfall der Organe auf gar keinen Fall zu stoppen, sondern nur zu verlangsamen. Nun habe ich gerade gesagt, du bist 56 Jahre alt. Ja. Das heißt, du kannst jetzt 4 Jahre so grob noch hoffen auf eine Transplantation und dann ist, so sagen die Ärzte, kann man das gar nicht mehr machen. Richtig. Welches Organ müsste denn als dringendstes transplantiert werden? Das wäre eigentlich die Leber. Das wäre die Leber. Mhm. Ja. Was aber allerdings gesagt, die Milz zieht also auch mit. Mhm. Die ist also schon vergrößert und schwammig aufgedunsen. Die Leber ist sehr, sehr aufgedunsen und sagen wir mal, kann man fast sagen, zu 90% ist es eben abgestorbenes Gewebe. Heißt das auch, ist das bei dir auch so, wie wir gestern einige Anrufe hatten, dass du quasi immer auf gepackten Koffern da sitzt? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Ja, weil diese mikroskopisch kleinen Gallengänge eben kaputt sind. Darum kommt doch wahrscheinlich gar keine Transplantation in Frage. Ja, so habe ich es gerade nicht verstanden. Das heißt, im Klartext, dass es eben keine Transplantation mehr geben wird? Man hatte es damals angedeutet, aber da wusste man am Anfang nicht, dass die Gallengänge eben diese in die Leber hineinführen, dass die schon zerstört waren. Mhm. Das wusste man damals nicht. Also ist dein Zustand so, wie ich es jetzt verstehe? Du weißt ja in etwa, wie die Leber geformt ist. Mhm. Und dann geht man an der rechten Seite rein, um, sagen wir mal, Lebermasse rauszuholen. Das wird punktiert. Mhm. Und wenn du dann mit das ist etwas dicke Nadel, da gehst du durch. Lass uns das mal nicht zu medizinisch machen, Jutta. Nein, brauchen wir nicht. Genau, und da hat man noch nicht festgestellt, dass diese kleinen Gallengänge eben kaputt sind. Was das also heißt, dann ausschließt, dass eine Transplantation. Mhm. Das heißt, im Prinzip bist du ziemlich alleine gelassen mit dieser schweren Erkrankung. Ja. Mhm. Ja, es gibt auch keine Leute hier, die das haben. Mhm. Bist du verheiratet? Hast du eine Familie? Nein, ich habe 2 Kinder wohl, aber lebe alleine. Lebst alleine. Wie ist dieses Leben alleine? Hat diese Krankheit dich auch sehr, ja, sehr so in die Einsamkeit gedrängt? Ich hatte also vor 6 Jahren, wo ich es erfahren hatte, natürlich wie so einen Riesenberg so vor mir gehabt und habe gesagt, stopp. Ich habe gefragt, ob ich jemals wieder gesund werde. Nein, so. Und dann blieb es eigentlich mir überlassen, abzuwägen, vom Wein geht's nicht weg, vom Daheimsitzen geht's auch nicht fort. Mhm. Also versuche ich, also je nachdem, wie die Tagesform ist, mein Leben eigentlich einzurichten, dass ich auch Bekannte besuche und Verein bin oder so. Soziale Kontakte sind da noch da und du kannst auch so noch rausgehen, also da bist du noch stark genug für. Ja, nicht immer. Nicht immer. Mhm. Nein, die ist sehr schnell erschöpft, ne? Die Leber zieht ja die Kraft weg, das ist einfach eine Tagesform. Geht es mir heute gut, dann sehen wir weiter. Hast du mal irgendwie so recherchiert, vielleicht sogar weltweit, wo diese Krankheit sonst noch auftaucht? Nein. Mit diesen Symptomen zumindest? Nein. Nee. Hm. Nein. Wissen dann wahrscheinlich deine behandelnden Ärzte auch nicht? Nee, die sind alle genauso hilflos. Ja, ja. Ich bin nur sehr interessant für Hannover, ne? Das glaube ich, ja. Du bist ein Versuchsprojekt, warum wir es nicht... Man unternimmt nichts Großes, aber man hat das schon mal angedeutet, ganz am Anfang oder die ersten 2 Jahre war das, ob ich mich dann zur Verfügung stellen würde. Ja. Wie lebst du seelisch damit, dass du eine so schwere Erkrankung hast, die man nicht behandeln kann, dass du wahrscheinlich nicht transplantiert werden kannst, dass die Dinge so ihren Lauf nehmen? Wie lebst du damit? Ich glaube schon, ich bin so ein kleines Kasperle, weißt du? Hm. Aber ich glaube vielmals, dass ich mich selber belüge. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Ich versuche immer meiner Umwelt, also meinen Freunden, meinen Bekannten, das nicht allzu schwer zu machen. Hm. Also ich klage relativ wenig und ich sage, gut, wenn es mir heute nicht gut geht, ach, dann müsst ihr das einfach so verstehen und dann bleibe ich halt drin. Ja. Kann natürlich auch mal 3 Wochen sein. Und wie ist es dir so ganz... ganz still in dir drin, wenn du ganz alleine dann bist? Wie verzweifelt und traurig. Ja. Wenn es ganz ehrlich sein soll. Ja. Dennoch ist natürlich, finde ich, immer bewundernswert für Menschen, die so eine schwere Krankheit haben wie du, dass
mit so einem, sich um Humor bemühen, zumindest. Und auch nach außen gehen, so wie du es gerade auch geschildert hast. Und nicht nur dann in sich hineinfallen und in eine Depression absinken, was man ja auch verstehen könnte, würde man ja auch gar nicht verurteilen. Ja, aber ich bin immer noch der Meinung, und ich denke mal, da wirst du mir beipflichten, dass man durch miese Stimmung selber, dass man da eigentlich Tor und Tür aufmacht für noch andere Sachen. Man ist einfach empfänglicher für alles Mögliche, wenn man nur depressiv ist und nur traurig ist. Das ist vollkommen recht. Vollkommen recht. Tour und Tour macht man auf, ja. Ja. Ich glaube sogar, dass das vielleicht nicht für eine Heilung, aber für eine Verlangsamung einer so schweren Krankheit eine positive innere Haltung. Richtig. Gold wert ist. Richtig. Gold wert ist. Gut, ich habe auch Tage, wo ich, tief durchatme und sage, alles eine gequirlte Kacke, auf gut Deutsch gesagt. Aber. Ja. Liebe Jutta, ich wünsche dir von Herzen, dass du diese positive Haltung immer wieder hinkriegst, wenn es auch immer wieder Rückschläge gibt, das ist mir auch klar, und Rückschritte. Ja. Aber dass es so eigentlich so vom Prinzip her schaffst, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja. Und dass diese Krankheit, wenn sie sich schon nicht stoppen lässt, aber sehr, sehr, sehr langsam sich nur entwickelt. Ja, das hoffe ich auch. Und dass du nicht Schmerzen haben musst und leiden musst, das wünsche ich dir von Herzen. Davor habe ich ganz besonders Angst, wenn ich ehrlich bin. Ja. Alles Liebe und ganz viel Kraft, Jutta. Ich danke dir fürs Gespräch. Ich danke auch. Auf Wiederhören, Jutta. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit dem Markus. Markus ist 32. Hallo, Markus. Hallo, Domian. Ja, hallo, Markus. Schön, dass du da bist. Was ist dein Thema? Ich wollte erzählen, wie ich mal vor 3 Jahren auf der Autobahn 30 Kilometer spaziert bin. Du bist auf der Autobahn 30 Kilometer zu Fuß gegangen? Ja, zu Fuß gegangen, genau. Ich hoffe, auf dem Seitenstreifen. Ja, da war eine Baustelle an der Seite und da konnte man dann zum Glück gehen. Das ist die Autobahn A4 zwischen Aachen und Düren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, die kenne ich. Wobei man natürlich auch nicht auf dem Seitenstreifen gehen sollte. Waren ja immer alle, weil das auch so gefährlich ist. Aber warum bist du da so weit gegangen? Ja, das ist so gekommen. Ich bin mit meiner Freundin bei ihren Eltern gewesen, in Kohlscheid bei Aachen. Und wir sind dann zurückgefahren auf der Autobahn und sie ist noch nie, beziehungsweise einmal in der Fahrschule Autobahn gefahren, aber sonst noch nie Autobahn gefahren. Ja. Und die meinte dann, ja, jetzt versuchen wir es mal und irgendwann muss es ja mal sein. Und irgendwie war da so eine Stresssituation. Ich weiß nicht mehr genau, wie das gekommen ist, was da in mir vorgegangen ist oder so. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ein Auto an uns vorbeigefahren ist und da ist mir schwarz vor Augen geworden, ich habe eine Panikattacke bekommen, ich habe Herzrasen bekommen, ich musste sofort raus aus dem Auto, ich habe gesagt, fahr sofort rechts ran und bin ich dann ausgestiegen und dann, da war die Baustelle noch nicht, da fuhren dann noch Autos, meine Freundin ist dann ein Stück weiter gefahren und ich bin dann gegangen und dann ging es dann einigermaßen, dann kamen Autos an mir vorbeigefahren, die haben natürlich gehupt und haben Vogel gezeigt. Und als ich dann so... Aber du, ich halte mal fest, du warst zu der Zeit schon ein erfahrener Autofahrer. Ich bin überhaupt kein Autofahrer. Ach, du bist überhaupt kein Autofahrer? Nee. Ach, ich dachte, du hättest auch einen Führerschein. Nee, ich bin begeisterter Fahrradfahrer. Soll es ja auch geben. So, jetzt musst du deine Freundin ranfahren. Ja, und sie war dann, weiß ich, 500 Meter oder so vorgefahren und dann stand dann da plötzlich die Polizei mit meiner Freundin zusammen. Die kamen dann auf mich zu und sagten, ja, was ist denn los? Sie können nicht einfach hier so auf der Autobahn spazieren gehen. Dann habe ich denen das erklärt. Die haben uns dann zuerst nicht geglaubt. Die haben dann meine Freundin gefragt, ja, ist was vorgefallen? Habt ihr euch gestritten? Hat er dich geschlagen oder sonst irgendwas? Die war natürlich am Weinen. Na gut, ist schön. Aber warum geht man dann 30 Kilometer? Ja, ich konnte nicht mehr in dem Auto sitzen bleiben. Ich sage, ich habe eine Panikattacke bekommen, ich habe Herzrasen bekommen, ich bin dann in dem Auto nochmal reingegangen, ich habe dann nochmal, ich glaube, wir sind nochmal... Ja, und als die Polizei, wie weit warst du da schon unterwegs, als die Polizei dann kam? Ungefähr 10 Minuten. Das war ja nicht weit. Dann hätten die dich doch ins Auto packen können oder irgendwo hinfahren. Ich konnte nicht mehr ins Auto, auch nicht in einen Polizeiwagen. Ich konnte überhaupt nicht mehr... Aber dann hätten die doch einen Krankenwagen anrufen können. Wieso lässt die Polizei dich wieder auf der Autobahn gehen, verstehe ich nicht. Ja, die haben gesagt, ihr setzt euch jetzt gleich wieder ins Auto und ihr fahrt dann weiter. Und dann habe ich dann gesagt, ja, ist okay. Und die sind dann weitergefahren. Und als sie dann weg waren, habe ich gesagt, hör mal, ich kann nicht in dem Auto sitzen bleiben, fahr du weiter, fahr bis zum McDonald's. Und
Verstehe, die haben das gar nicht ernst genommen, wahrscheinlich, richtig. Nach dem Motto, setz dich gleich wieder rein und ist gut. Aber da war nicht gut. Ja, die haben bestimmt gedacht, ich habe was Falsches gegessen oder so, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die weitergefahren, meine Freundin ist dann weitergefahren und ich bin dann von Eschweiler bis Dion zu Fuß gegangen. Das waren so ungefähr 30 Kilometer. Dennoch, warum bist du auf der Autobahn, auf den Seitenstreifen gegangen? Du hättest da irgendwie quer, irgendwo sind da immer Straßen, Landstraßen gehen können. Habe ich ja nachher gemacht. Also ich habe ja immer geguckt an der Seite, ob da irgendwo was ist, wo ich runtergehen kann oder ja, so. Ja. Aber erstmal war es tierisch dunkel. Ich habe da nur die Autos, die Lichter gesehen. Ja. Und das Erste, was ich gesehen habe, wo ich runter konnte, bin ich dann runtergegangen. Das war dann irgendein Gestrüpp, wo ich mir noch die Arme aufgerissen habe und so und bin da runtergerutscht. Aber wie verrückt, dass, wenn du, wie lange bist du da gegangen? 30 Kilometer, da geht man doch viele Stunden. Oder? Ja, also ich denke mal, 4,5, 5 Stunden wäre ich unterwegs gewesen. Da haben dich doch Hunderte, wenn nicht Tausende von Autofahrern gesehen. Dass ja, da, ja, dass da keiner mal nochmal die Polizei angerufen hat, nach dem Motto, hier geht einer auf der Autobahn. Ja, ich weiß, also ich, wie gesagt, da war an der Seite, das war vor 3 Jahren wurde da gebaut zwischen Eschweiler und Düren und da war an der Seite eine Baustelle und das ist auch eine stillgelegte Straße praktisch. Ah ja, da fiel das nicht so auf, kann sein, ja, stimmt. Ja. Und da haben mich zwar ein paar Autos angeblinkt und so, und ich hatte neben der Panikattacke sowieso noch mehr tierische Angst. Und deine arme Freundin ist dann irgendwo zu McDonald's gefahren, oder was? Ja, die ist dann, das war die Ausfahrt, dann bei uns in Düren ist dann dieser McDonald's, und da habe ich gesagt, da treffen wir uns, nur was ich nicht bedacht hatte, ich kam gar nicht bis zu der Ausfahrt hin, sondern ich bin ja, wie gesagt, vorher durch das Dorf runtergegangen, diese Böschung runter, ja. Und dann bin ich durch das Dorf gegangen und... Aber da hat die sich doch irre Sorgen sicher gemacht um dich. Die hat ihre Eltern angerufen, als ich dann hier ankam, saßen ihre Eltern hier, sie war am Zittern, hatte schon 10 Zigaretten geraucht, ihre Eltern haben mich groß angeguckt und gefragt, was los war. Die haben aber, die hat dann nicht noch einmal die Polizei alarmiert. Nee. Das hat sie nicht gemacht. Nee. War das damals das erste Mal, dass du eine solche Panikattacke bekommen hast, so eine heftige? Ja. Ist es danach nochmal passiert? Ja, die habe ich jetzt, also ich bin jetzt auch noch in Behandlung, ich bin in psychiatrischer Behandlung und in psychotherapeutischer Behandlung, nehme auch Medikamente und ich habe das so 10-mal im Monat ungefähr. Oh, und so heftig? Ja, das ist schon relativ heftig. Also. Und war der Auslöser, dass deine Freundin keine große Autobahnerfahrung hatte? Oder? Ich weiß es nicht, also ich kann mir das auch nicht, wir sind da auch heute noch am Rätseln in der Psychotherapie, wieso, weshalb, warum. Ich merke nur, dass ich wenn ich in Situationen komme, wo ich mich bedrängt fühle oder wo ich nicht direkt weglaufen kann, wie ich sag jetzt mal, ich stehe an der Supermarktkasse oder so und stehe da in so einer langen Schlange, dann kriege ich eine tierische Panikattacke, weil ich keine Fluchtmöglichkeit habe. Das heißt, du fährst auch zurzeit nicht als Beifahrer in einem Auto mit? Möglichst nicht. Möglichst nicht. Wahrscheinlich sind Aufzüge für dich auch die Hölle, oder? Das war das Allerbeste. Ich bin vor einem halben Jahr im Aufzug stecken geblieben. Oh Gott, mein Mitgefühl, das ist meine Horrorversion. Das war wirklich, das war das Allerschlimmste. Warst du alleine in dem Aufzug? Nee, ich war mit meiner Freundin, die wohnt bei mir im Haus. Wie lange hing das Ding? Oh, das war nicht so lange, das war vielleicht eine Minute, aber das war die Hölle. Was hast du gemacht in dieser Minute? Ich habe versucht, die Tür aufzukriegen. Ich habe gegen die Tür geschlagen. Ja, nutzt da natürlich nicht viel. Nee, das Ding hat sich nicht bewegt. Wir standen da und das war wirklich, also ich darf da gar nicht mehr dran denken. Es gibt ja ab und zu, liest man das so in den Zeitungen, wo Leute irgendwie an Wochenenden einen ganzen Tag und eine ganze Nacht im Aufzug hängen bleiben. Um Gottes Willen. Unglaublich ist das, ja. Nee, das möchte ich also wirklich nicht erleben. Das reicht. Also meine Panikattacken, die ich jeden Tag habe, wenn ich hier unterwegs bin mit meinem Fahrrad, das reicht. Mhm. Bist du jetzt ausgelöst durch diesen Vorfall in psychotherapeutische Behandlung gekommen oder warst du vorher auch schon irgendwie in Behandlung? Nee, das war da, bin ich in Behandlung gekommen. Dann war das der Auslöser, ja. Mann. Aber Gott sei Dank, dass das gut gegangen ist. Hätte ja auch noch irgendwie schlimmer enden können, gerade auf der Autobahn. Es passieren ja Höllenunfälle auch auf diesen Seitenstreifen, dass da irgendwie Laster drauf fahren oder auch andere Autos. Ja, klar. Ich habe ja die ganze Zeit damit gerechnet, dass irgendeiner mal rechts rüberzieht oder so. Genau, ja. Aber du bist in guten therapeutischen Händen. Das heißt, ich brauche dir jetzt kein Gespräch mit meiner Psychologin nochmal anzubieten. Nö, eigentlich nicht. Das ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Gut, lieber Markus, dann wünsche ich dir weiterhin gute Besserung und dass du vorankommst in der Therapie und schönen Gruß an deine Freundin.
Ja, mache ich. Und kriege ich noch ein Autogramm von dir? Ja, dann leg mal auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke. Tschüss. Tschüss, Domian. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Katrin Pausen, Jan Hölz, Uwe Petersen, Jan Grefe zu Baringdorf, Christian Part, Christoph Hoffmann, Vivien Merchak, Florian Jochem, Dirk Winhösen und Elke Büchter. Nochmal unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag. Auf Mittwoch heißt unser Thema Auf diesen Tag habe ich gewartet und Donnerstag heißt das Thema Durch eigene Schuld behindert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Macht's gut. Tschüss.